Hey Leute, willkommen zurück zu We Happy Few. Wir sind gerade mit Arthur investigativ unterwegs und suchen Dr. Faraday. Oh, soll ich den Knopf mal drücken? Lieber nicht. Am Ende ist es Alarm. Glücklich ist das Land ohne Vergangenheit. Ja, ich bin auch glücklich, dass ihr dabei seid, Leute. Danke fürs Einschalten und danke fürs Liken und Kommentieren letztes Mal schon. Das ist super cool von euch und zeigt mir, dass ihr Bock habt. Und unterstützt mich natürlich immens, ob ihr es glaubt oder nicht. So, ich würde sagen, wir fahren mal hoch in die Archive. Percival Hastings, is it not? Oh nein. No. It's Arthur. Percival went away. Odd. There are some things you think you'll never forget. But then I suppose you do. I'm Arthur. Arthur Hastings. Memories play tricks on you, do they not? Was? Bitte was? You must get back on board! How old are you, Mr. Hastings? I'm 13. They typed my birthday wrong on the card. So why are you here? No, I'm just here to take my brother to the train. Oha. Ist er vielleicht doch Percy und Arthur ist weg? Lovely day for it. Right as rain, sir. Right as rain. Ja. Gehen Sie mal weiter, Constable, okay? Was macht er da? Das ist verdammt gruselig hier. Nee, Zeug. Oh. Kinder. Eine Erinnerung. Why do the Germans want children? I don't know. Where are they taking them? I don't know, they won't say. When are they coming back? No one knows, they won't say. Why won't they say? Well, just shut it, Percy, just shut it. Sorry. Till the war's over, I guess. They're losing, I think. But the radio keeps talking about victories. Yes, but the victories keep getting closer to Berlin. I can't hear you. They keep winning, but they're then going backwards. That doesn't make any sense. It does if they're lying. Oh, people shouldn't lie. It confuses everything. Yes, it really does. Warte mal, mit 13 ist er schon nicht mehr mitgekommen. Ich habe das ja irgendwie mal, es ging mal für shit bei mir, aber... Warum auch immer mit 13 er schon nicht mehr dahin musste? Oh nein. Hey, Constable. Was rennt er mir nach? Sag ihm, dass er uns am Arsch lecken kann. An Constable Bevan von Sergeant Sergeant. Schon wieder? Haben wir Donnerstag oder was? Sag Dr. V. höflich, dass er uns mal am Arsch lecken kann. Wenn sie uns nicht die einzige Quelle für Brombeerfreude wäre, würde uns der General den Kopf abreißen. Na, Constable? Es ist so gruselig, dass er mir immer nachläuft hier. Und dieses Gegrinse, Mann. Dieses verdammte Gegrinse von den Typen. Darf ich das oder ist das verboten, Constable? Ich glaube, ich darf das, hä? Sagt zumindest nichts. Das darf ich wohl nicht, aber... Kriegt ja keiner mit, weil ich leise Schlösser knacken kann. Hehehe. Sergeant, Sergeant. Oh! Schlüsselkarte. Ansuchung auf Verfolgung an Sergeant, Sergeant von Constable Bevan. Dr. Verloc plädiert weiterhin für die Festnahme und Inhaftierung seines ehemaligen Protégés, Miss Sally Boyle. Aha, Sally. Er behauptet, sie habe seine Formeln entwendet und sei damit entschwunden. Entschwunden, was für ein Wort. Kann ich den irgendwie einschließen hier? Ich kann auf jeden Fall nicht durch die Tür, wenn ich seine Karte hier benutze. Das kann ich mir vorstellen. Dann gibt's richtig Ärger. Aber ich muss ja eigentlich auch hier hin. Weil ich mich einfach so bewegen kann ohne Joy im Blut. Also das ist schon ein bisschen seltsam, dass es keiner merkt. Ich meine, die Ärzte sind ja auch noch unterwegs. Wenn die mich finden... Uiuiui. Ah. Den Constable im Archiv fragen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber wir finden es mal raus. Quatsch mal mit ihm. Hallo. Where do you think you're going then? Ich gehe nirgendwo hin. Ich gehe wieder nach Hause. Tschüss. Rennen darf ich ja eigentlich auch nicht. Oh nein, oh nein.
Ah, ihr blöden Säcke. Ich gehe da nicht rein, Constable. Ich weiß nicht, was die da wollen. Ich habe keinen Fehler gemacht. Hört mal, speichern manuell vielleicht. Oh, ich kann nicht speichern. Hahaha. Ha, ha. Ist ja toll. Ist hier Überwachungskameras oder sowas? Bei Überwachungskameras hätte ich jetzt keinen Spaß hier wahrscheinlich. Aber ich sehe ja die Schritte, das ist ziemlich gut. Warte mal, kann ich vielleicht skillen, dass ich die Schritte jetzt eher sehe? Das hier war's. Oh nein, das braucht 5 Punkte. Verdammt. Ich glaube, er läuft jetzt sowieso hier hin und biegt dann hier ab. Von daher kann ich jetzt hier in Ruhe. Ja, ja. E bis J. Faraday. Wir brauchen Faraday. Lovely. I'm famous. Aha. Oh, he certainly does have this place organized. Dr. Faraday's in Lud's home. That's crazy. Why? And how do I get to Lud's home? Faraday, freudloser gesichtet. Offensichtlich sind... Ja, er sagt ja, wir sind berühmt, also sind wir wohl damit gemeint, ja? Hier, reduziert die Sichtbarkeit bei Nacht. Das wäre natürlich geil. Brauche ich aber noch 17... Nee, 18 Punkte insgesamt. Oha. They renovating it? Will ich hier noch mehr durchsuchen? Ja, oder? Nee. Kann ich alles nicht durchsuchen hier? Na gut. Lest mal kurz die Texte. Freudloser gesichtet. Constables sollten nach einem großen, männlichen, freudlosen Ausschau halten, ca. 65 Kilo, braun, also Haare und Augen, Brille. Der Verdächtige könnte illegale Drogen nehmen, um so zu erscheinen, als würde er Freude nehmen. Auch wenn er harmlos wirkt, sollte er als gewalttätig und äußerst gefährlich betrachtet werden. Erst abschätzen, dann annähern, dann festnehmen. Sollte eine ungewöhnliche Menge an Kraft vonnöten sein, um die Sicherheit des Constables zu gewährleisten, wird niemand sich darüber entrüstet, wenn der Verdächtige den Jublern zum Opfer fällt. Na toll. Und Faradays Position. An Mrs. Beatrice Dalrymple von Sergeant Sergeant. Das ist super einfach. Ich erkenne die Notwendigkeit, Dr. Faraday in Dunsinane House zu isolieren. Aber du kannst nicht von uns verlangen, Lotsholm zu patrouillieren, ja. Auf der Insel wimmelt es von Tunichtguten, die von der Seuche befallen sind. Ich kann meine Constables nicht der Gnade eines Mobs mörderischer Verrückter ausliefern, die Altenglisch johlen. Gott bewahre, dass einer von ihnen gebissen oder gekratzt würde. Dann wäre es ums gute alte Maidenholm geschehen. Wenn es sein muss, ernenne jemand Vertrauenswürdigen, der nach ihr schaut. Wie wäre es mit Bobby Hickenbottom? Er ist loyal, wenn auch nicht besonders verlässlich. Auch wenn er gebissen würde, wäre es kein großer Verlust. Das ist ja schön. Er läuft, glaube ich, hier vorbei. Sehr gut. Kann er mitbekommen, ne? Arthur ist halt der geborene Ninja, ich sag's immer wieder. Constable. Und tschüss. Bis dass er noch sauer wird. Das wollte aber der Alte von uns, der hat irgendwas gewusst. Der hat uns damals am Bahnhof aufgehalten wahrscheinlich. Oder vielleicht Percy? Das weiß man immer nicht so ganz. Sind wir jetzt Percy und Arthur ist in Wirklichkeit weg? Haben wir das irgendwie so für uns als zweite Identität jetzt angenommen? Und belügen uns quasi damit selbst? Wer weiß. Bobby Hickenbotham. He's supposed to check up on Dr. Faraday, but he's at the Reform Club instead, getting his ass spanked. He must have some sort of ID that lets him cross to Lud's home. Maybe I could borrow it. Interessant, interessant. Ich würde sagen, wir trinken mal ein bisschen was. Tee, na gut, ist nicht so geil. Oh, erstmal schön hier ein sauberes Wasser trinken. So, was haben wir denn hier? Da ist Rednerecke. Eric Blair Park. Wir gucken mal in die Rednerecke.
Oh, verlorene Briefseite. Was, wenn ihr nicht alles findet? Was schmeißen die Leute denn weg? Und wenn du den Deckel festdrehst, quietscht es leicht, weil das Glas sich am Gummi reibt und deine Gummihandschuhe am Deckel. Anschließend streifst du langsam deine Gummihandschuhe ab, einen nach dem anderen. Dabei musst du aufpassen, dass du kein Wasser auf die Arme kriegst. Die Gummihandschuhe liegen dann halb nach innen, halb nach ausgekehrt auf der Küchenplatte, als würden sie vor Wonne zittern. Was nun, fragst du? Morgen ist Elidors Party, wir haben versprochen, Balance mitzubringen. Hast du Balance gefunden? Ja, sage ich, und ich bemühe mich, mit möglichst fester Stimme zu sprechen. 10 Gummiballons aus Latex. Die langen, die man in Form drehen kann. Ich dachte schon andere. Ich kann es förmlich schon quietschen. Ich höre es förmlich schon quietschen, das dünne Gummi, das an sich selbst reibt. Okay. Habe ich doch. Erzähl keinen Quatsch. Ich bin voll dabei. Don't you see that our world has gone mad? We're all in the same let's pretend game. We call a rat a cat, and we pretend our shopkeepers are coming back from holiday. And we don't talk about the most important event in our lives, and that is the gates on the bridges. Do you remember when they went back up? I don't. None of us do. But there haven't always been gates, have there? We took down the German gates at the victory. I know, because I walked from Eel Pie to Apple Home then. And weren't my feet sore, eh? Get out of our park! This is no place for free speech! When did we put them back up? I can't remember. But I'll tell you why we did. It's because the rich are robbing us. That's right! We're thin, because the parade is fat. Shut up, you sick downer bastard! Black dog, wet blanket! They're eating our bread! They're eating our butter! And they've locked us out so we won't see! That's why you need a letter of transit! You're trying to bring us down, you rotten downer! Wet blanket! Well, it's time to tear down those gates! Tear down these fences! We'll have none of that anarcho-syndicalist trash, thank you! He's actually telling the truth. Oh, part of it. That's rather brave. You're only oppressing yourselves! If you'd just let yourself think, you'd realize that! That's what you get for telling the truth around here, poor sod. You're obviously a man of great wisdom and perspicacity. They never listen, you know. If they'd just listen, I know they'd come around. Would you mind terribly posting a few of these? I'm sort of a bit soggy at the moment. Yeah, we shouldn't be seen together. Come back this evening. I'll give my speech. You make them stay and listen. Together, we can change the world. Part of it anyway. Na toll. Jetzt mische ich mich hier ein, weißt du? Klar hat er recht. Hier ist einiges im Argen, man sollte das verändern. Aber wir kriegen dann auch auf den Deckel. Wir haben ihn schon mit Steinen beworfen. Was passiert, wenn wir das jetzt machen? Wenn uns jemand erwischt? Da ist die Rednerecke wieder. Was? Den Reformclub in der Nacht besuchen. Naja. Alt aber hoch. Ja genau, das waren die... Ja, William helfen, einen Stapel Flugblätter anzuschlagen. Oh mein Gott. Das kann doch nicht gut ausgehen. Ich wette, wir kriegen Ärger, wenn wir das machen. That's an awful lot of bobbies. Oha. Ist schon wieder jemand tot. Ich muss die wieder irgendwie ablenken, die Jungs. Und selbst dann wird mich wieder jemand sehen und mich verhauen wollen. Pass mal auf. Immer das Gleiche. I think he's terribly popular. I better be discreet about posting these. Oh, liebe Mrs. Brown. Ich muss wahrscheinlich da ganz schnell rennen und wieder zurück zu meinem Versteck gehen. Hey, that's mine. I've warned you. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Oh nein, die werden jetzt alle aufmerksam. Warum seid ihr alle so scheiße zu mir? Oh, das ist ein Oh, wie sie alle gleich abgehen. Hier, guck mal. Alle. Ich darf mich halt nicht erwischen lassen dabei, aber das kriegt doch jeder mit, wenn ich sowas anschlage. Unglaublich. Arschgeigen seid ihr allesamt.
Right. Ah nein, ich hab doch nichts getan, Mann. Ich hab nichts getan, Alter. Dude, ich hab nichts gemacht. Die ganze Stadt ist wütend auf mich. Komm, dass ich einmal was mache. Wow, ich bin direkt so der Feind der Nation, weißt du? Nur weil ich mal ein Flugblatt anschlage, wer macht das denn sonst immer? Aber jetzt kann ich gleich wieder raus. Es ist ja noch langsam schon spät hier, guck mal, es ist schon 6.40 Uhr abends. Was ist denn, 86 Meter? Das mache ich schnell. Schlag dich nur noch an hier, Kinder, das ist... Wird schon passen, ne? Auch wenn dann jeder wieder wütend auf mich wird, das ist so lächerlich. Du darfst nichts machen hier, du bist absolut der Idiot vom Dienst. Ich sag doch direkt, bin ich wieder ein Unmensch. Komm mal, alle gleich. Oh, zieh die Waffe. Bewaffnet euch und schlagt den Mann zum Krüppel. Ja, schnell, schnell, schnell. Ich sag auf jeden Fall Black Dog, weißt du, der Schwarze, wie er Black Dog sagte, das fand ich ein bisschen, naja. Und Wet Blanket. Alles jetzt hier feuchte Laken oder schwarze Hunde? So, das müsste der letzte sein, oder? Da vorne. Ich weiß gar nicht, wann die Ausgangssperre beginnt, die Curfew. Hallo, alles cool, ne? Oh, Onkel Jack redet wieder. Ist ja so ein sympathischer Mensch. Die Hirnwäsche in Person. Hallo, Vorsicht. Darf ich ja nicht wegrempeln, sonst gibt's auch wieder hier rumgeheule. Halt leise, ihr verrückten Drogis. Hab ich schon. Oh, ein Abschlusspfeil, guck mal. Geil, was die alles rumliegen lassen. Ah! Nein, nein, nein! Nicht hauen! Nein! Stop being so bloody difficult! Nein! Ah, ich hab's. Oh, ihr Scheißer! Alle hier! Alle! Oh nein! Oh nein! Their hands are all bloody! Ich hab kein Blut an den Händen, Kinder! Vielleicht hab ich mir auf den Daumen gehauen und deswegen blutig, aber ich hab keinen umgehauen. Das war alles ihr. Alles. Aha. Sieht mich keiner mehr. Ernsthaft? Sie nehme ich jetzt nicht mehr? Ihr Penner. Soll ich ein bisschen warten? Aber ich habe keine Zeit mehr zum Warten, weil bald ist wieder Curfew und dann gibt es richtig Ärger. Oh, die verschwinden gerade alle. Guck mal. Aha. Die Bösen. Jetzt bin ich aber gespannt, ob es was bringt. Ob wir etwas bewegen können. Hallo. Wie die gleich aber alle aggro werden, du. Alle. He's gonna get himself hurt. Oh ja, der wird ganz schön. Oh wow. Thank you. Thank you. I think they listened. I think they got it. I'm sure they're going to go home and think it over. This is the start of something wonderful. Here, this may come in handy. I don't dare tell people to stop taking their joy, but this will take away the effects of the joy all at once. So you can make them see. Go, go. Spread the word. Make them see. Armes Schwein. Betäubungspfeil. Mhm. Und ich hab den Schlüssel, den Schlüssel für den Koffer. Alles klar, eine Axt. Ich hab eine Axt. Und noch mehr Fähigkeitspunkte. 10 Stück habe ich jetzt. Da würde ich sagen, ich mache mal hier. Reduziert die Sichtbarkeit bei Nacht. Und dann kann ich als nächstes nach draußen gehen, ohne dass die Bobbys mir was wollen nachts. Verdammt, ja. Haus des Erfinders. Gut, da gehen wir später hin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz in unsere. Oh oh. Gibt's ein Problem, Officer?
Gib mir die auf den Sack, danke. Das zeige ich dir mal, Joy. Mein Knüppel heißt nämlich auch Joy. Also mein Schirm. Den stecke ich dir dann sonst wo rein. In den Popo. Alles gesichert. This is from Mrs. Jemima. Super lustig, ne? Ha, ha, ha. Oh, jetzt wird's langsam Zeit. Die ganzen Leute verschwinden schon von den Straßen. Es geht ja unter Umständen sehr schnell hier. Aber ich kann noch mal versuchen, ins Haus einzusteigen, wenn es Abend ist. Komm, wir probieren das mal. Kann ich eigentlich schon Leute ohnmächtig würgen? Das ist nämlich sehr wichtig. Ja, genau, das brauchen wir. Süße Träume. Würge Menschen leise von hinten, bis sie bewusstlos sind. Stecke sie in den Betten, bis sie bewusstlos sind. Hört sich echt fies an. Also eigentlich hört sich Würgen sehr, sehr fies an, aber es ist wirklich nur betäuben. Die sterben dadurch nicht. Lustig, ne? Oh nein, jetzt setzt er sich echt dahin. Ich will vielleicht doch mal ein bisschen Joy reinpfeifen, dass ich jetzt hier nicht erkannt werde, weil die haben öfter mal... Oh nein, das ist ein... Officer. Constable. Wenn die mich sehen, gibt's auch wieder Problemchen. Oh nein, seht ihr mal, es sind nur noch diese Constables auf der Straße. Kein Problem, Constable. Ekelhafter Typ. Oh, Hallöchen. It's not you, it's me. Ist mir bewusstlos, keine Sorge. Er wollte mich gerade hier reingehen. Was ist denn da? Hat er gerade das Wasser laufen oder brät er irgendwas? Ja, warte mal ganz kurz. Ich will jetzt nicht die Tür aufmachen, da gibt es richtig Stress wahrscheinlich. Oh, Hallöchen. Nimm mich, Robert. Tut mir leid. Ihr müsst leider alle ein bisschen hier rumliegen. Oh, Nudelholz. Dann kann ich jetzt diese Waffe bauen, wenn ich das, den Rest bekomme. Don't cook with sawdust again. Oh oh. Nein, nein, warte. Shit. Oh, verdammt. Kann mich ja nicht verstecken. Oh Mann, ich sollte abhauen. Aber ich kann mich hier verstecken. Aha. Echt schon ein bisschen cheap, oder? Gerade mal die Mülltonne springen. Ja, das ist nicht einfach hier, Häuser ein... Oh, guck mal, was jetzt los ist da drin. Der war aber auch ganz schön flink, der Arsch. Boah, der mit seinem Gelache hier. Kranke Sau. Very good. Remember, no one has to be a downer. But if you feel a bit down, take your joy. And if you see someone who seems a bit down, make sure he takes his joy. It's as simple as that. Happiness is a choice. And those who won't use it are a threat to the rest of us. Häuser ausräumen lohnt sich übrigens richtig. Wir haben immer so viel Zeug hier. At our studio, to Marlborough House in Central Wellington Wells. Yes, I'm afraid we've got to the end of our time. Tune in again next time for the best in humor. See you soon. Oh, einfach mal die Tür verriegeln. Was macht er denn da?
Oh nein. Sorry to bother. Puh. War knapp. Bin nicht böse. Will nur ein bisschen gucken hier. Die alles hier hängen haben. Have you checked under that bed? Remember to put the sheets right side up. Ja, unheimlich hier, die Leute. Die wissen halt gar nichts mehr. Die müssen sich an alles erinnern. Oh, was? Toilette? Hab ich doch. If I smoked in high school, I could carry a bit more. Oh, du bist überlastet. Das ist ja doof. Ich muss was ablegen vielleicht. Alles nach Gewicht. Oh, die Bratpfanne ist ziemlich schlecht. Nudelholz ist auch ziemlich schlecht, aber... Schläft hier jemand? Muss man erstmal das Zimmer durchsuchen. Nee, ich glaube, das war's. Ich habe alle soweit erstmal ohnmächtig gewirkt. Ja, jetzt haben wir erstmal Ruhe hier. Hast du deine Haare gekämmt? Aha. Weil ich den schocken kann. Achtung. Ah. Oha. Grabungsstelle, Böller, was war da jetzt alles drin? Krass. Ja, seht ihr mal, so ein Haus hier auszuräumen lohnt sich wirklich. Man sollte allerdings trotzdem immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht sehen lässt, weil jetzt würde ich... Eigentlich ist sie viel zu oft gesehen. Ah, oh, Salpeter. Na, das ist ja allerhand. Und es ist so viel hier zu... Oh. Eine lockere Uhr. Bratpfanne. Ah, aber jetzt bin ich zwar überladen, aber das Ding, das hat volle Haltbarkeit. Seht ihr mal. Die Backsteine, sind die dann schwer? Ja, die sind ziemlich schwer. Kann ich denn jetzt ablegen? Ich könnte mal was essen, dann wäre das vielleicht auch wieder erledigt. 0,2. Oh, habe ich jetzt abgelegt. Oh. Ja, ich muss auch schlafen mal wieder. Aber ihr seht schon, dass das Klauen, das ist schon ziemlich geil, wenn man es hinkriegt. So, erstmal ein bisschen davon. Bisschen davon. Ja. Oh, vielleicht Pampelmusensaft. Oder wir trinken einfach hier... Nee, warte mal, ich baue mir mal schnell zwei Wasser... Hier Wasserfilter. Ich glaube, das Metallrohr, das wiegt auch einiges. Und jetzt können wir uns hier Brechtee. Hast du etwas gegessen, wovor dir schlecht ist? Möchtest du dich übergeben? Trink etwas Tee. Behebt Lebensmittelvergiftung durch Auslösen von Erbrechen. Erhöht Durst und Hunger ein bisschen. Na gut, aber wir machen das mal reines Wasser. Dann sind wir nämlich auch nicht mehr so beladen, glaube ich. Ja, doch, immer noch. Können wir da noch loswerden? Also ein Backstein vielleicht. Aber ich will einen behalten gerne. Das wiegt auch so viel. Flaschen, die wiegen auch sehr viel. Ja, 106 immer noch. Die Waffen? Nee, auf keinen Fall. Die will ich alle behalten. Müssen wir noch was craften vielleicht? So ein Verband. So, sind wir jetzt leichter geworden? Ja, etwas. Komm, wir essen, glaube ich, noch so ein paar Beeren. Die wiegen jetzt auch noch ein bisschen was. Oh. You gotta drop some stuff, Arthur, or it's gonna be tediously slow going. So, jetzt bin ich nicht mehr überlastet. Gerade so an der Grenze. Ich meine, Arthur wiegt 65 Kilo. Mein Gott, was schleppt er alles mit sich rum? Na, wo sind die Bobbys da vorne? Hi. Wie gesagt, das sollte mich nicht sehen lassen. So, perfekt. Wir haben es geschafft. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen schlafen, ein bisschen
bisschen Lebensenergie auftanken und so weiter. Also ein bisschen Müdigkeit wegschaffen. Ah, bis um 8. 10 Stunden schlafen. Perfekt. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, ich räume noch ein paar Sachen weg. Würde mich freuen über ein paar Likes und Kommentare. Wäre schön, wenn ihr dabei seid nächstes Mal. Dann sehen wir uns wieder zu We Happy Few. Macht's gut. Ciao, ciao.